Das Finale der Porzer Hallenstadtmeisterschaft, der VfL Rheingold-Poll aus der Bezirksliga gegen den Gastgeber und klassenhöchsten Club der Sportvereinigung Porz aus der Landesliga. Beide Teams trafen bereits in der Vorrunde aufeinander. Diesen Vergleich konnte der VfL überraschend mit 1:0 für sich entscheiden. Die Sportvereinigung mit den gelben Leibchen von links nach rechts will direkt ein Zeichen setzen. Domlo Pinar mit der ersten Gelegenheit. Sein Club überwintert derzeit in der Landesliga knapp über der Abstiegszone. Beide Teams liefern sich einen ausgeglichenen Schlagabtausch. Interrante versucht es mit der Schussfinte. Einmal, zweimal, doch Kamara lässt sich nicht auf solche Spielchen ein und leitet direkt den Gegenangriff ein. Düzelten auf der rechten Außenbahn versucht es, doch Marco Gibson, der 46 Jahre alte Schlussmann, pariert. Ecke für die Sportvereinigung, doch auch hier hält Gibson den rheingoldenen Kasten sauber. Und auch die Offensive des Vorletzten der Bezirksliga hat was zu bieten. Der Gewaltschuss aus der Distanz ist aber keine Herausforderung für Luka Cunic im Tor. Die Sportvereinigung will den Status als Stadtprimus Warndau mit dem Doppelpass. Aber in der Mitte steht keiner mehr. Stattdessen gibt es Freistoß. Zengina mit dem Pass in den Rückraum. Doch Cunic ist erneut zur Stelle. Danach geht nichts mehr. 0:0 nach 15 Minuten. Die Entscheidung fällt im 7-Meter-Schießen. Ein spektakuläres Turnier findet seinen Höhepunkt in den letzten Zügen. Salvatore Trovato stimmt seine Mannschaft ein, ebenso Jonas Wendt. Beide Mannschaften liefern sich einen Schlagabtausch. Dann kommt Dau für Porz und der scheitert an Gibson. Der polsche Altmeister bereitet die mögliche Entscheidung vor. Zengina gegen Cunic und Zengina holt den Stadtpokal nach Poll. Der beste Torschütze des Turniers entscheidet auch jenes. Und auch Marco Gibson, der mittlerweile bei Köln Fink spielt, wird gefeiert, so wie der Pokal der Stadtmeisterschaft. Und der Trainer Salvatore Trovato, der steht am Mikrofon bei Fabian Basdorf. Ja, zum Finale kann man sagen, wir haben natürlich das erste Spiel gegen Porz gewonnen, 1:0 gewonnen, schon in der Hinrunde. Dann im Finale wussten wir, was auf uns zukommt, dass sie natürlich wieder alles gut machen wollen. Deswegen haben wir das diszipliniert gut gemacht, 0:0. Das Ganze ging dann zum 7-Meter-Schießen. Da haben wir einfach das Glück auf unserer Seite gehabt und im Endeffekt verdient gewonnen. Und mehr muss man dazu auch nicht sagen. Poll ist Porzer Stadtmeister und holt sich damit Selbstvertrauen für die Aufgaben in der Rückrunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.